Servus, grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei The Secret of Monkey Island. Wir haben das letzte Mal mit einem Lehrer des Schwertkampfes geredet und der hat uns gesagt, wir müssen zuerst lernen, Leute zu beleidigen. Jetzt sind wir da auf der Straße, da wo uns mehr oder weniger mehrere Leute begegnen. Wir probieren es mal durch, ne? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Junge, bist du hässlich. Was für ein Schwächling. Du schimpfst dich einem Piraten? Ich gebe auf, du gewinnst. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. I once owned a dog that was smarter than you. They must have taught you everything you know. Oha. Was ein Front, Alter. My handkerchief will wipe up your blood. Okay. Ich schaudere. Könntest du das bitte wiederholen? Could you repeat that? I didn't quite get it. I said, my handkerchief will warp up your blood. Okay. Scheiße. Da mach nicht damit rum, wie ein mit einem Staubwell ist auch blöd. Es ist alles blöd, was hier steht. Wie ein Taschentuch. Ja, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. Oh, das ist richtig schlecht, ey. Have you stopped wearing diapers yet? Trägst du immer noch Windeln? Ja, ich bin besser als du. Rubber, you are glue. I give up, you win. Okay, das war nicht so gut. Wir haben auch nicht. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Wir müssen es halt einfach probieren, wa? Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. Wir probieren es mal damit. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh yeah. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. My handkerchief will wipe up your blood. Oh yeah. Oh. Wir haben es, glaube ich, raus, wa? Trägst du immer noch Windeln? Have you stopped wearing diapers yet? Oh, I'm shaken. Oh, I'm shaken. Oh, das hat nur. I give up. You win. Okay, machen wir noch ein paar, oder? Move out of the way, or I cut my way through. Moment. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Guybrush Threepwood. Prepare to die. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. My handkerchief will wipe up your blood. Oh yeah. Oh ja. Mein Schwert will dich aufspießen wie ein Schaschlik. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. I am rubber, you are glue. Trägst du immer noch Windeln? Junge, bist du hässlich? Nein. Du schimpfst dich einen Piraten? You call yourself a pirate?
What an amateur insult! Oh, oh, da haben wir wohl zurückstecken müssen. You have the manners of a beggar. Er musste das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. I once owned a dog that was smarter than you. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. I give up. Ja. You win. Nice. Mach mal noch einen. So. Move out of the way, or I cut my way through. Ich glaube, 3 ist eine gute Zahl, oder? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Du hast die Manieren eines Bettlers. Mal schauen, was er darauf sagt. I am rubber, you are glue. Mein Schwert wird dich aufspießen wie ein Schaschlik. You'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. Ooh. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Ja, jetzt können wir das. Da mach nicht rum wie ein Staubwedel. First, you better stop waving it like a feather duster. Jetzt haben wir zurückgefrontet. Ich werde mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. My handkerchief will wipe up your blood. I am rubber, you are glue. Nee. Wow, you're good enough to fight the sword master. Oh ja. Sollen wir es probieren gleich? Whatever you want, you scurvy. Du Arschgeige. Nee. Entschuldigung, ich muss weiter. Jetzt machen wir nicht so. Wir gehen gleich rüber. Wir probieren es bei ihr. Ich glaube, wir haben genug Textzeilen, die wir verwenden können. Sonst müssen wir nochmal hochgehen zum einen, ne? Aber ist ja auch egal. So. How dare you approach the Swordmaster with? Oh, it's you again. Ja. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you. Wir probieren's, ne? Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Oh ja. My wisest enemies run away at the first sight of me. Ja. Was hat die gesagt? Could you repeat that? I didn't quite get it. My wisest enemies run away at the first sight of me. Okay. Dann machen wir das mit der Kuh, wa? Wie passt? Du kämpfst wie eine Kuh. How appropriate. You fight like a cow. My tongue is sharper than any sword. Okay. Dann mach nicht damit rum wie mit deinem Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Ja. I hope you have a boat ready for a quick escape. Schade. Ich bin besser als du. Ist auch blöd. Am besten wäre das mit dem Schaschlik jetzt gewesen, ne? I am rubber, you are glue. Jetzt gehen wir wieder zurück, ne? Scheiße. My sword is famous all over the Caribbean. Dann machen wir das mit dem Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster.
Oh, die hat mich jetzt gleich, wa? I will milk every drop of blood from your body. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. You fight like a cow. Ja, haben wir wieder. My last fight ended with my hands covered with blood. Dann mach nicht damit rum wie mit dem Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Nee, da war nichts, oder? I've got the courage and skill of a master swordsman. Wie passend. Nee, er muss dir das Fechten beigebracht haben. Nee, das passt nicht, oder? Das war voll für den Arsch. Three-headed monkey. I hope this teaches you a lesson. Now scram. Schade. Da waren wir. Wir hatten noch nicht so viel. Wir hatten noch so nicht so viele Zeug zum Reden, ne? Keine Beleidigungen mehr. Vor allem waren sie so wenig dann. Wir hatten dann nur mehr 3 zur Auswahl. Da kann man ja nicht gewinnen. Und jedes Mal, wenn ich ach ja sage, gehe ich ja auch wieder zurück, ne? Schade, ey. Müssen wir uns noch mal rausstellen, ne? Kommt eh gleich einer. What you be wanting, you scurvy lover? Ja. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. Mein Schwert würde ich aufspießen wie ein Schaschlik. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First he'd better stop waving it like a feather duster. Oha. Mhm. Das war ein guter Konter. You make me want to puke. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. Der war auch schlecht. Have you stopped wearing diapers yet? Ach ja. Oh, yeah? Nee, das war nichts. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Können wir nicht mehr kämpfen oder wie? Jetzt haben wir eigentlich 3-4 Mal hintereinander jemanden erledigt, aber jetzt ist irgendwie. Sieht's nicht mehr so gut aus. Prepare to die. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Oh, you make me wanna puke. You make me think somebody already did. Okay. I've spoken with apes more polite than you. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. Nee, war auch nix. There are no words for how disgusting you are. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Appropriate. You fight like a cow. Nee, was ist los jetzt? You win. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Whatever you want, you scurvy lover. Das ist blöd. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Das ist blöd. Trägst du immer noch Windeln? Have you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? Okay. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. Dann machen wir hier mit dem Staubwedel. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Nee, das muss doch. This is the end for you, you gutter crawling cur. Scheiße, wir haben hier wieder auch nichts. Verdammt. Dann mach nicht so rum. Like ja, ist auch blöd. Das ist scheiße, wir verlieren jetzt wieder, ne? Onkel! Ach komm, ey. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, wir müssen einfach mehr fronten, auch die Leute. My name is Guybrush. Damit wir mehr Auswahl haben. Damit wir dann
Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? What? I'm not gonna take your insolence sitting down. Dein Schwert. Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? And I've got a little tip for you. Get the point? Nee, war auch nix. Hä? Was ist denn jetzt los? This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Spiel. Mein Schwert würde ich aufspießen wie ein Schaschlik. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. You make me wanna puke. Oh, I am rubber. You ja, are glue. Jetzt haben wir ihn. Kriegst du immer noch Windeln? Have you stopped wearing diapers yet? Oh, yeah. Ja. Okay. Ich glaube, wir machen jetzt noch einen. Warten noch einen ab. Und dann gehen wir noch mal rauf. Probieren es noch mal. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ist schwierig, ne? Schwierig. Niemand wird mich verlieren sehen, du auch nicht. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run that fast. Okay. I'm not gonna take your insolence sitting down. Wie passen du? Ja, ich weiß nicht. You fight like a cow. Nee, war nix, ne? I once owned a dog that was smarter than jetzt haben wir. Jetzt haben wir einen. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. He must have taught you everything you know. Ja. Mhm. Deine Stelle will ich zur Landratte werden. You make me wanna puke. I am rubber, you are glue. Ist aber nicht korrekt übersetzt, ne? Weil puke ist ja eigentlich kotzen. Da sagt er wohl, du bringst mich zum Kotzen. Du hast die Manieren eines Bettlers. You have the manners of a beggar. I'm shaking, I'm shaking. Ja, jetzt haben wir ihn. Wow. Okay. You're good enough to gut, jetzt haben wir ein bisschen was dazugekriegt. Jetzt könnten wir es eigentlich nochmal probieren. Es würde mich gerade mal interessieren, ob wir es jetzt schaffen würden. Wenn nicht, na halt nächste Folge. Dann probieren wir hier nochmal ein paar Leute zu tranchieren. Das ist schon eine harte Nuss, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt mehr zur Auswahl. You are a pain in the backside, sir. Wirst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Jetzt haben wir's. Tip for you. Get the point? My tongue is sharper than any sword. Da mach nicht hier einen Staubwedel. Müssen wir eigentlich kriegen, ja? Sehr gut. Now I know what filth and stupidity really are. Du kannst so schnell davonlaufen. You run that fast? Nee, das war nix. Scheiße. I usually see people like you passed out on tavern floors. So. Hattest du das nicht vor kurzem getan? You make me think somebody already did. Nee. I want the courage and skill of a master swordsman. Aber mach nicht rum wie ein Staubwedel. Das ist das Einzige, was immer hilft, ne?
Scheiße. If your brother's like you, better to marry a pig. Hattest du das nicht vor kurzem getan? So. Jetzt können wir wieder Strike Back machen. Sehr gut. My last fight ended with my hands covered with blood. Blut überströmt. Wirst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? And I've got a little tip for you. Get the point? Ach, Scheiße. Uncle! I hope this teaches you a lesson. Now scram. Vielleicht sollten wir auch doch nochmal zu ihm rauflaufen. Schade. Ich weiß nicht, entweder ich bin zu blöd oder ich weiß auch nicht. Ja, schlecht, ne? Ja, schlecht. Lauf mal auch rauf zu dem. Boah, nee. Ich will jetzt. Hallo. Ich möchte nicht mehr kämpfen jetzt. Keine Lust mehr. Hier. Gehen wir hier nochmal rauf und reden nochmal mit dem. Schade. There's no answer. Ja, ist er jetzt nicht mehr hier oder was? Der hat sich mit meinen 30 Goldstücken auf Ibiza ein Haus gekauft. Dieses Schwein! Ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssen nächste Folge nochmal trainieren, wa? Naja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter mit trainieren und trainieren und trainieren. Ich hoffe, eines Tages können wir die Alte mal schlagen. Ja, bis dahin, bleibt gesund und auf Wiedersehen.